Willkommen zusammen auf der London Brighton Route. Wir fahren heute mit der Class 377. Stehen hier in London Victoria. Man sieht es da links und fahren nach Sutton und steigen mal ein. Ich habe den Zug schon aufgerüstet. Fahrgäste sind bereits schon eingestiegen. Wenn jetzt alles funktioniert, dann müssten wir schon losfahren können. Wir sind schon ein bisschen spät dran, deshalb ich gucke mich noch mal ganz kurz hier um, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich glaube, das passt aber soweit. Klimaanlage. Ja, komm, machen wir uns die noch ein bisschen hier an. Ja, nicht auf Max. Das passt. Das haben wir alles schon eingestellt. So. Jawohl. Dann würde ich sagen, nicht die Notbremse, sondern fahren. Jawohl, es klappt. So. Ja, hier ist ordentlich was los in London, Victoria. Man sieht es. Bin mir nicht ganz sicher, ob AWS an ist. Ich glaube, das AWS-System ist aus, ne? Wie kriege ich das an? AWS zurücksetzen? Ne. Wie kann ich hier mit der Tastatur AWS zurücksetzen? Aha, mit Q. Warum? Warum nicht mit der Leertaste? Bei der Sie verklappt das doch mit der Leertaste. Okay. Sehr schön. So. Und in 1000 Yard müssen wir dann anhalten. Ich fahre das erste Mal tatsächlich hier diesen Zug, deshalb habe ich gar keine Ahnung vom Brems- und Beschleunigungsverhalten. Vor allem das Bremsverhalten, das ist natürlich jetzt sehr interessant. Mal gucken, ob ich jetzt schon vollkommen hinausschieße über die Station. Was geht eigentlich? So, und Turn off. So, wie kriege ich das AWS an? Das hätte ich nämlich eigentlich ganz gerne an AWS hier. Geht nicht. Machen wir die Türen zu. Irgendwie muss das doch gehen. So, Clapham Junction in 1,3 Meilen. Wir sind nicht zu spät, das passt eigentlich. Schön.
Ja, mega. Ups, wir sind zu schnell. Geschwindigkeitseinstellung, nee. Also schon cool, wie viel hier los ist, ne? Ich gucke gleich bei der nächsten Station weiter, wie ich das AWS anbekomme. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Strecke. Was steht hier links? Make today so awesome, yesterday irgendwas mit jealous. Cool. So, Clapham Junction. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. So, Türen auf. Dann schauen wir uns mal weiter um. Wir können mal ganz kurz hier in den Zug reingucken. Hallo? Ja, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Gefällt mir sehr gut. Open. Close. Ah, das funktioniert sogar. Sehr schön. Hallo? So. Können wir hier was anmachen? Nee. Leider nein, leider gar nicht. So, mit 20 geht's hier raus. Welcome to Clapham Junction. Schön, die Soundkulisse. Also wie viel hier los ist, ist schon der Wahnsinn. Gut, wir haben so um die 30 FPS, aber das ist vollkommen okay. So, dann können wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen, bis wir in Wandsworth Common sind. Ich weiß gar nicht, was Höchstgeschwindigkeit des Zuges ist. Steht das hier irgendwo? High visibility clothing must be worn when on or about the line. Protection of line, use track circuit operating clips first. Apropos Protection, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr aufs Gleis gucken. Aber man möchte sich auch ein bisschen hier umgucken. Ja?
Oh. Close enough. So, Türen zu. Und Abfahrt. Und Belham in 600 Yards. Jawohl. Und Türen rechts auf. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich saß tatsächlich schon mal. Ah, saß ich in der Class 377? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube. Ich saß in einem etwas älteren Zug schon mal in London. Nee, ich glaube nicht, dass es die 377 war. Sehr schön, dass das hier auf jeden Fall funktioniert alles. Das ist super toll. Blau. Pour homme. Blau. Bleu. Blau. Pour homme. Für Männer. Ne? Nur für Männer. Ist klar. Nicht für sie, sondern für sie. So. Ja, dann ab geht's. Oho. Okay, da rast hier einer ordentlich durch. Wahnsinn. Aus Streatham Common. Wir dürfen 40 fahren. Fünfundvierzig, oder? Nee, doch nicht. Doch. Also von der, hoch, ein bisschen zu schnell, von der FPS-Zahl her habe ich schon irgendwann ein besseres erlebt.
Wir sind hier so mit unseren 30 FPS in einem Bereich, der ist akzeptabel. 33, ja. Das ist okay. So, 0,7 Meilen, 0,6 noch. So, wir müssen jetzt gleich schon auf 45 runter. So, und wir halten an. Hier in Streatham Common. Also vom Fahrgefühl her ist dieses Fahrzeug wirklich nicht schlecht. Man gewöhnt sich relativ schnell dran, die Steuerung ist ziemlich intuitiv und einfach. Es macht auch Spaß, es fühlt sich auch realistisch an. Ich kann es natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob es das letztendlich ist oder nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Es sieht auch sehr schön aus. Ich finde die 377, auch wenn ich die Lackierung nicht so schön finde, aber so an sich, das Fahrzeug sieht sehr hübsch aus. Ich bin nicht so ein Fan von diesen, ja, Mitteldurchgängern. Man hat dann so eine stark eingeschränkte Sicht als Fahrer. Ich finde es auch nicht so hübsch anzusehen. In den Niederlanden gibt es ja, gibt's das ja auch. Ne? Da gibt es ja auch die Züge, die in der Mitte diesen Durchgang haben. Diesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Koppler oder so. Ich kann leider kein Niederländisch. Deshalb will ich es gar nicht erst versuchen, das richtig auszusprechen. Aber die haben ja auch diese Züge, die praktisch, wenn sie gekuppelt werden, dann in der Mitte diesen Durchgang haben. Und oben drüber, das ist ja dann das Witzige bei diesen niederländischen Zügen. Huch, wir sind ein bisschen zu früh abgefahren, ne? Ist auch egal. Bei diesen niederländischen Zügen. Da sitzt ja dann der Fahrer witzigerweise oben. Und unten können die Gäste durchgehen. Da gibt es ja einige Führerstand-Videos auf YouTube. Und da sieht man das, dass dann der Fahrer so eine total erhöhte Position hat. Und ich finde das super interessant. Auch wenn es natürlich für das eigene Auge ein wenig komisch erscheinen mag, wie das aussieht, denn in Deutschland haben wir nun sowas gar nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mir fällt nämlich kein einziges Fahrzeug ein, das in Deutschland eingesetzt wird, bei dem diese Technik gebraucht wird, bei dem von dieser Technik Gebrauch gemacht wird. Ehrlich gesagt, wie gesagt, ich finde es nicht so schön. Meinetwegen kann es dabei bleiben, dass die Triebfahrzeuge nicht durchgängig sind. Hat natürlich gewisse Vorteile, ne? Wenn man dann so, man stelle sich mal vor, man könnte zwei ICEs aneinander ankoppeln und die haben dann da diesen Durchgang. Das hat natürlich gewisse Vorteile. Andererseits sind dann solche Fahrzeuge nicht besonders windschnittig, ne? Die können sie ja nicht gebaut werden. Der ICE ist ja so super schön windschnittig, wie es nun mal eben auch gefühlt sein muss für ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass so eine Technik jemals wirklich kommen wird, weil es aerodynamischer Quatsch ist, beziehungsweise aus Perspektive der Aerodynamik Quatsch ist. Bei Triebfahrzeugen, die vielleicht im Regionalzugdienst unterwegs sind, ist das natürlich was anderes. Da kann man sich ja durchaus vorstellen, dass sowas möglich wäre. Andererseits bräuchte sowas dann die Zulassung durchs Eisenbahnbundesamt und da diese Technik ja in Deutschland nicht eingesetzt wird,
kann ich mir vorstellen, dass da das Eisenbahnbundesamt doch sehr, sehr viel testen und prüfen möchte, bevor sowas dann die Erlaubnis bekommt, auf die Schiene zu kommen. Und ich bezweifle stark, dass irgendein Eisenbahnverkehrsunternehmen Pioniersarbeit in diesem Gebiet leisten möchte und das erste Mal dann diese Technik auf die Schienen bringt, weil das wohl vermutlich viel zu aufwendig und damit auch sehr, sehr kostspielig sein wird. Und letztendlich weiß man ja nicht, ob nicht doch dann keine Genehmigung kommt. Kann ja nämlich immer sein, dass das Eisenbahnbundesamt dann sagt, nö. Wollen wir doch nicht haben. Und das wäre natürlich dann die Katastrophe, ne? Das wäre dann der Super-GAU. Aber gut, das ist ja jetzt alles hier fabuliert von mir. Das ist ja, entspricht ja nicht der Realität, zumindest nicht der deutschen Alltagsrealität. In anderen Ländern aber eben durchaus. Ich überlege auch gerade auch, wo ich das sonst so gesehen habe, außer jetzt in Großbritannien bzw. im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden. Mir fällt aber ehrlich gesagt kein weiteres Beispiel mehr ein, wo diese Technik mit den durchgängigen Zügen eingesetzt wird. Also in Österreich definitiv nicht, in der Schweiz nicht. Ich kann es mir vielleicht vorstellen, dass es manchmal bei U-Bahnen zum Einsatz kommen könnte. Weiß aber nicht, wo das in Deutschland der Fall wäre. In Berlin ist das, glaube ich, nicht der Fall. Die Hamburger Hochbahn hat sowas auch nicht. Im Ruhrgebiet fällt mir da nichts ein. In Nürnberg auch nicht. Bei München weiß ich es nicht. Frankfurt hat sowas, glaube ich, auch nicht. Also nicht mal bei den U-Bahnen kommt das in Deutschland, glaube ich, wirklich zum Einsatz. Denke ich zumindest. Vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch und jemand weiß das besser. Man möge mich berichtigen in den Kommentaren. Sofern es denn jemand tatsächlich besser weiß. Denn ich kenne ja nicht alle U-Bahn-Systeme aus ganz Deutschland, sondern nur die, die ich mal gesehen habe und in Erinnerung habe. Und es kann natürlich sein, dass es ja immer irgendwelche technischen Fortschritte gibt. Die Frage ist natürlich, wie fortschrittlich ist überhaupt diese Technik? Vielleicht ist das sogar eher technisch zurückliegend im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland haben. Wer weiß. Wobei Deutschland nicht wirklich dafür bekannt ist, ja, technische Innovation als allererstes Land zu implementieren. Da ist Deutschland ja leider eher etwas rückständig, gerade im Schienenverkehr, leider. Nicht unbedingt im Fernverkehr. Im Fernverkehr macht Deutschland, glaube ich, einen ziemlich guten Eindruck. Aber der Nahverkehr. Huch. Nein, ich wollte die Türen zumachen. Zulassen. Wieso habe ich sie wieder aufgemacht? Aber im Nahverkehr ist da, glaube ich, halt einfach nicht so viel mit Innovation. Okay, ja, ich habe neulich gelesen, dass irgendwo jetzt der erste wasserstoffbetriebene Triebzug eingesetzt wird. Ob das wirklich die Lösung für die Zukunft ist, ich weiß es nicht. Ich glaube zwar immer noch, dass Elektrifizierung das Stichwort ist, aber naja, gut, okay. Was ich auch letztens gelesen habe, ich weiß aber nicht, wo das ist. Da wurde, glaube ich, jetzt die erste Wasserstofftankstelle für Züge in Deutschland auf irgendeiner Strecke eröffnet. Ich glaube, das war in Hessen. So, wir haben ein rotes Signal vor uns. Und zwar am Ende vom Bahnsteig in Selhurst. So, genau, auf jeden Fall wurde da so eine Wasserstofftankstelle eröffnet.
Allerdings an einer Strecke, die sowieso bis ja, die bei der sowieso geplant ist, dass sie in den nächsten Jahren elektrifiziert wird. Also macht es das letztendlich so ein bisschen. Oh, wir müssen bremsen. Ja, nein, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Halt an, halt an, halt an. Oh Gott. Ja, das war knapp. Ach so, ach, das war's schon. Ja, stimmt. Sutton. Aber wie waren wir schon in Sutton? Wir waren noch jetzt zuletzt in Selhurst. Ist das Sutton? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht auf jeden Fall. Danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier mal aus England zur Abwechslung. Ich hoffe, dass ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht das gut. Tschüss und auf Wiedersehen.